Hallo, hier ist wieder iJMBS. Sicherlich habt ihr es schon mitbekommen, dass es von der Firma Müller wieder die 50.000 Euro Aktion gibt. Fünfmal gibt es 50.000 Euro Finderlohn. Ja, das Ganze funktioniert so, man muss sich eine Mumu-Milch kaufen und wenn die Flasche dann beim Öffnen müllert, dann hat man gewonnen. Nee, verkehrt, also man muss sich eine Müller-Milch kaufen und wenn die Flasche dann beim Öffnen mut, das steht auch hier oben, Mu, dann hat man also das gewonnen. Und ja, nun ja, deswegen habe ich mir gleich drei unterschiedliche Sorten besorgt und wir werden jetzt versuchen, die müllernde Flasche zu finden. Ja, wenn ich also die 50.000 Euro gewinnen würde, dann würde ich mir erstmal eine Müllermilch kaufen. Und deswegen sollte die Firma mich gewinnen lassen, weil ich ja dann wieder in die Firma investieren würde. Gut, jetzt fangen wir also an. Das ist die Müllermilch mit dem Kiba-Geschmack. Und ja, die werden wir jetzt öffnen und dann haben wir hoffentlich die 50.000 Euro gewonnen. Ja, hier oben muss man es öffnen. Da fällt mir gerade noch was ein. Es gibt jetzt von Duplo eine Limited Edition Milchcreme. Das ist ja die längste Praline der Welt oder die wahrscheinlich längste Praline. Also das können wir ja schlecht sagen, diese Aussage, weil dann kommt jemand her und stellt noch eine längere Praline her und dann ist es plötzlich nicht mehr die längste Praline der Welt. Irgendwie hatte ich mich, habt ihr euch schon mal gefragt, wie lang so ein Duplo eigentlich ist? Ja, ich wollte jetzt messen, wie lang das Duplo ist. Das ist ganz, jetzt sind diese Maßbänder so total ineinander verheddert, aber wir werden es trotzdem herausfinden. Es ist, ja, es ist ziemlich genau 11,3 cm lang. Gut, dann haben wir das jetzt gemessen. Ich lasse mich momentan irgendwie so leicht ablenken. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Jetzt, wir waren ja eigentlich hier bei der Müllermilch. Die wollte ich ja eigentlich aufmachen. Dass ich weiß gar nicht, wie ich jetzt überhaupt auf das Thema gekommen bin. Denn ich hatte mir jetzt hier diese Wi-Fi Smart Socket, diese Steckdose gekauft, die man dann mit einer App steuern kann. Und auch das tut eigentlich gar nichts zur Sache. Kommen wir wieder zum eigentlichen Thema. Nun, jetzt werden wir die Flasche öffnen und herausfinden, ob ich gewonnen habe. Nun ja, es sieht nicht danach aus. Es hat nichts gemut und hier ist nur Müllermilch drin. Und wir haben vergessen, sie zu schütteln. So, aber jetzt. Habe ich eigentlich schon erwähnt, hier habe ich auch etwas entdeckt von Manna Vanille Knuspino und das schmeckt richtig gut. Das ist mit Vanillegeschmack und das schmeckt so richtig lecker. Und auch das war jetzt wieder, ich habe mich einfach wieder ablenken lassen. Jetzt probieren wir diese Müllermilch. Ja. Geschmacklich, wie man es erwartet. Sehr gut. Das ist ja jetzt auch eine bekannte Sorte. Wir haben ja noch zweimal die Chance auf die 50.000 Euro hier. Und das ist auch interessant. Diese Sorten kenne ich nicht. Das ist nämlich Müllermilch Shake. Während das hier normale Müllermilch ist. Und, aber auch hier haben wir die Chance zu gewinnen. Und das ist hier ein Chocolate Cookies and Cream Geschmack. Und
Ja. Nun denn. Dann hatte ich hier etwas entdeckt, das ist ganz interessant. Von Café Royal gibt es eine Taste Box und das sind Kapseln, die mit der Nescafé Dolce Gusto Maschine kompatibel sind. Und das sind dann, da ist ein kleines Sortiment darin enthalten zum Probieren. Das Ganze hat nur 99 Cent gekostet. So. Na, also was ist denn da los? Erst geht's nicht richtig ab und jetzt geht hier das mit ab. Was soll denn? Wenn diese Flasche jetzt nicht mut, bin ich enttäuscht, nachdem es so ein Aufwand war, sie zu öffnen. Für einen Moment dachte ich, es hätte gemut, aber es war nur dieses Ding. Nein, da mut nichts. Und wir haben schon wieder vergessen zu schütteln. Verdammter Müll! Warum habe ich das schon wieder vergessen? Das kann doch echt nicht wahr sein. Mensch. 50 Gramm Schokolade. So, jetzt probieren wir zumindest diese Shake-Sorte mit dem Chocolate Cookies and Cream Geschmack, damit wir zumindest wissen, wie das schmeckt. Chocolate, ja. Cookies and Cream. Naja, also es schmeckt vor allem sehr schokoladig. Schmeckt irgendwie einfach wie Schokoladenmilch. Ja, also da fehlt mir irgendwie so das Besondere, so das Außergewöhnliche. Da hatte ich nämlich neulich so Chips-Sticks entdeckt. Das war mal was Besonderes. So, jetzt haben wir hier zwei Nieten gehabt. Wobei, das ist so ähnlich wie bei der Willy Wonka-Geschichte. Man hat zwar jetzt nicht das goldene Ticket, aber man hat trotzdem die Schokolade. In dem Fall natürlich die Müllermilch. Also hat man ja immerhin etwas. So. Das ist auch ein Müllermilchshake mit dem White Choc and Coconut Geschmack. Ja. Hier müssen jetzt aber die 50.000 Euro drin sein. Und jetzt finden wir es heraus. Es ist nichts drin. Und wir haben die Milch wieder nicht vorher geschüttelt. Mann, Mann, Mann. Wie kann man nur so vergesslich sein? Ja, jetzt machen wir es aber auf und probieren zumindest einmal. Ja, das schmeckt in erster Linie nach Kokosnuss, aber beschweren kann man sich da eigentlich eher weniger. Nun ja, interessant wäre ja jetzt vor allem mal, wie diese Flasche eigentlich müllern soll. Also die Aktion wiederholt sich ja alle Jahre wieder, aber es gibt irgendwie nur Fake-Videos, also entweder ist die ganze Aktion gefaked oder es gibt wirklich nur einen Code im Deckel und die Mumu-Milch, die müllert gar nicht. Oder die Gewinner müssen vielleicht sogar einen Knebelvertrag unterschreiben, indem sie sich zur Verschwiegenheit verpflichten. Ansonsten würden sie den Gewinn nicht erhalten. Man weiß es nicht, weil irgendwie
denke ich, es muss doch wirklich mal ein Material geben von so einer Müllermilch wie die Mut. Das muss doch irgendwie funktionieren. Manche Leute sagen, da wäre dann jetzt irgendwie ein Lautsprecher drin, aber da ist ja auch die Milch drin und ein Lautsprecher muss ja dann auch mit einer Batterie versorgt werden und das im Zusammenhang mit dieser Milch wäre ja schon bedenklich. Nun ja, wenn ihr also schon mal eine Munde Müllermilch hattet, dann schreibt doch auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie das funktioniert. Gut, das war's dann auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, euch noch zwei weitere anzuschauen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.